Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wir sind Gott Box von Hammer Tome. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wir sind Gott von Hammer Tome, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrock. So sieht das Ganze aus. Also rein von der Optik schon mal eine sehr, sehr ungewöhnliche Box. Das Ganze ist hier durchsichtig gestaltet und wir sehen hier schon einen Globus. Hier haben wir dann einen FSK 12 Hinweis, der uns darüber aufklärt, dass wir auch noch eine DVD vorfinden werden. Und dann haben wir noch zwei Sticker mit einem Barcode. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Jawohl, also so sieht das Ganze aus. Der FSK 12 Hinweis ist uns hier halten geblieben, aber das ist zum Glück nur ein Sticker, der hier angebracht ist. Das ist nicht aufgedruckt, bedeutet, wir können den hier entfernen. Jawohl. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier, wie gesagt, einen Globus in einer durchsichtigen Plastikhülle. Und hier auf diesem Podest, auf dem sich der Globus befindet, lesen wir dann noch Hammer Tome, wir sind Gott. Links ist das Ganze in schwarz gehalten. Rechts ebenso auf der Unterseite haben wir das Albumcover, beziehungsweise ja, die CD kommt hier zum Vorschein. Also das Album ist hier im Sockel des Globus verstaut. Und dann haben wir hier noch die Info, was sich alles in der Box befindet. Hammer Tome, wir sind Gott, Freakbox enthält Leuchtglobus 15x23 cm, Poster, Digipack, Bonus DVD, Aufklebersticker, 4 Bonustracks und 4 Autogrammkarten. Dann haben wir noch die Album Credits. So, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich dann hier oben öffnen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, ob wir den Globus hier rausbekommen. Ah ja, okay, hier ist nochmal ein Deckel verbaut. Damit der Globus auch in Position ist, wurde der hier mit dem Deckel auch nochmal fixiert, damit er nicht so viel Bewegungsfreiraum hat und irgendwie bei euch beschädigt ankommt. Gar nicht so einfach, das alles hier rauszuholen. So, aber jetzt, wir packen die Box mal wieder zusammen. So, also, wie gesagt, wir haben hier den weiteren Boxinhalt in diesem Podest, in diesem Sockel des Globus untergebracht. Das finde ich echt gut gelöst. Und hier haben wir die ganzen Inhalte. So, also ein weißes Plastikpodest und das Ganze ist hier mit so einer schwarzen Banderole, mit so einem Papier versehen und hier lesen wir dann Hammer Tome, wir sind Gott. So viel dazu, zu dem Rundherum. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Also wir haben hier ein Poster, 4 Autogrammkarten, einen Sticker, Bonustracks in einer Papphülle, eine Bonus-DVD in der Papphülle und natürlich das Album an sich. Das Album ist wirklich das einzige, was hier noch in Folie ist. Dementsprechend werden wir das mal hier aus der Folie holen. Alle anderen Inhalte kommen hier ohne Folie aus. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Wir sind Gott
aus dem Jahr 2016, wie gesagt. Es ist das sechste Album von Hämatom. Wir haben hier unten eine Erdkugel zu sehen. Also das dürfte wohl unser Planet sein. Und aus diesem bildet sich hier so eine Doppelhelix, also die menschliche DNS. Und dann bildet sich auch hier so eine menschliche Gestalt. Wir sind Gott und Hämatom lesen wir daneben. So sieht das aus von der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Hier haben wir dann wieder die Credits und einen Barcode. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Hämatom Logo. Und dann haben wir wohl hier in dieser Stecktasche das Booklet. Jawohl. Das schauen wir uns mal an. Also, so gefällt mir das. Wir haben hier das Booklet in Schwarz-Gold und Weiß gestaltet und die Lyrics abgedruckt. Also wirklich zu jedem Track hier Wort für Wort die Lyrics erfasst. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Bild, in diesem Fall von Nord, der hier wohl zwei knapp bekleidete Damen, also sieht so aus, als wären das Prostituierte, und die führt er hier scheinbar an der Leine. Dazu kommen wir gleich noch zu dem Artwork. Dann haben wir hier einmal Ost, der hier einen ganzen Einkaufswagen voller Schweineköpfe neben sich stehen hat. Dann hier noch einmal die vier Bandmitglieder Nord, Ost, West, Süd. So, was macht Süd? Süd ist hier scheinbar am Antreiben von kleinen Kindern, die hier unsere Kleidung nähen. Und dann haben wir noch West, der hier scheinbar Guantanamo-Gefangene waterboardet und mit einem Messer bedroht. Ja, und da wären wir auch schon beim Albumtitel, denn diese Szenen, die sich hier abspielen, auf dem Poster ist es dann, glaube ich, auch nochmal besser zu sehen, die sind eben bezeichnend für den Albumtitel Wir sind Gott. Das ist mehr oder weniger so eine Anspielung auf die menschliche Hybris, also auf die Überheblichkeit, dass die Menschen sich zum Gott erheben und dass sie eben im Namen Gottes oder im Namen der Gerechtigkeit, was auch immer sie dafür Motive antreibt, dann zu solchen Methoden greifen, dass hier zum Beispiel Menschen gefoltert werden oder auch kleine Kinder für irgendeinen Hungerlohn Kleidung nähen, dass wir Tiere massenweise abschlachten oder auch Frauen sexuell ausgenutzt werden. Also all diese Sachen sind damit eben gemeint mit Wir sind Gott. Deswegen auch dieses drastische Artwork. So, dann haben wir die Album-Credits. So sieht das aus. Das waren die Beteiligten des Albums. Und zum Abschluss nochmal die Tracklist. Gut, soweit zum Booklet. Genau, hier ist nochmal alles zu sehen, wobei Ost ist hier verdeckt von der CD, wenn ich sie rausbekomme. Eieiei. So, aber jetzt. Also hier nochmal im Panorama die vier Herrschaften mit diesen vier Sachen, die die Menschheit sich da gegenseitig antut. Hämatom, wir sind Gott, lesen wir auf der CD. Und es sieht so aus wie eine Eizelle in der Mitte, wo das Loch ist. Und hier sind viele Spermien auf dem Weg Richtung Mitte. So, das Ganze im Digipack. Dann haben wir die Bonustracks zum Album. Die kommen hier in einer Papphülle. Hier lesen wir drei Tracks, gibt es hier als Bonus. Und dann auch noch ein Instrumental von Track zu wahr, um schön zu sein. So sieht das aus. Und dann haben wir noch eine Papphülle und in der befindet sich die Bonus-DVD. Also dieser DVD haben wir den FSK 12 Hinweis zu verdanken. Hier haben wir einmal On the Road Doku Heidenfest Tour 2015 und Making of Photoshooting Wir sind Gott. Okay, also so Behind the Scenes gibt es hier dann auch noch. So sieht das aus. Ähnlich oder nahezu ident wie auch die Album-CD designt.
Ein Sticker ist mit dabei, in diesem Fall kreisförmig hier in Schwarz-Gold, hier das Albumcover nochmal. Dann haben wir 4 Autogrammkarten. Einmal hier West, einmal Süd, einmal Nord und einmal Ost. Schöne Sache, also hier wirklich 4 einzelne Autogrammkarten und auch alle 4 original unterschrieben hier mit schwarzem Stift. Quadratisch, gefällt mir gut. Ein Poster, ich gehe mal davon aus, dass dieses beidseitig bedruckt ist, denn nein, ist es nicht. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wir hier auf diesem Poster nochmal im Querformat drauf haben, dieses Foto, was wir schon aus dem Booklet kennen oder aus dem Album-Artwork mit diesen 4 Sünden, die wir quasi begehen. Aber dem ist nicht so. Wir haben hier ein Poster der Band und es scheint so, als wären sie hier in einem, ja, wie sieht das aus, in einer Fabrik oder sie stehen da vor irgendeiner Metallwand. Das sieht irgendwie aus nach Lastenaufzug. Also, so sieht das aus. Nord, Ost, Süd, West, alle 4 Jungs auf diesem Foto, auf diesem Poster zu sehen. Das Ganze ist im Querformat und einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt kommen wir zu dem mehr oder weniger Highlight neben dem Album. Und zwar dem Globus. Passend zu Wir sind Gott haben wir dann hier einen Globus mit dabei, der auch ein Stromkabel dabei hat. Denn das Ganze ist ja nicht nur ein Globus, auf dem man sich so die einzelnen Kontinente hier ansehen kann, sondern das Ganze fungiert als Licht. Und wie das aussieht, schauen wir uns gleich nochmal bei Dunkelheit an. Kleinen Moment. Und so sieht das Ganze dann in der Dunkelheit aus. Also wir haben hier den beleuchteten Globus. So sieht das aus. Der ist hier frei beweglich, also man kann ihn hier wunderschön drehen. Und was vorhin gar nicht so zur Geltung gekommen ist, wir haben hier am Äquator noch den Schriftzug Wir sind Gott rundherum und das Ganze dann immer noch hier mit dem Hämatom-Logo. Jawohl, also absolute Premiere für mich, habe ich so noch nie in einer Box gesehen, also den Globus nicht und das Ganze dann auch noch beleuchtet, ist für mich eine absolute Neuheit. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Globus, diese Globus-Nachtlampe. Dann einmal das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die unterschriebenen Autogrammkarten, quadratisch 4 Stück an der Zahl. Sowie dieser Sticker hier, kreisförmig. Die Bonus-DVD in der Papphülle, ebenso wie die 3 Bonus-Tracks plus der Instrumental-Track. Und natürlich das Album an sich mit 13 Tracks, also mit Bonus-Tracks kommen wir dann auf 16 plus einen Instrumental-Track. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Wir sind Gott von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.